Ja, und damit willkommen zu The Legend of Kay, die Anniversary Edition. Und zwar ist das Ganze ein Spiel, was schon mal 2005 erschienen ist. Wir spielen jetzt die Wii U-Version, die ist im Jahre am 28. Juli 2015 erschienen. Und ich drücke jetzt einfach mal den Startknopf. Außerdem gibt es das Ganze noch für PC und auf der PlayStation 4. Aber wir spielen die Wii U-Version. Also speichert aber ganz schön lange, was ist da los? Ich bin einfach mal gespannt, was das Spiel so kann. So, gucken wir uns einfach mal die Optionen an. Sprache. Wir spielen das Ganze auf Deutsch. Und Spieloption. Das muss ich invertieren, das muss ich machen, sonst kann ich das nicht. Vibration an. Ja, Videosequenzen überspringen. Aus. Genau, lassen wir das alles so. Und dann mache ich mal neue Spiele und schauen einfach mal an, was The Legend of Kay überhaupt ist. Weil ich kenne es selber nicht und wir schauen einfach mal rein. Wir spielen das Ganze auf Normal. Auf Albtraum. Ja, auf Normal. Wir wollen uns jetzt hier auch nicht durchquälen, sondern ich will auch schon ein bisschen mal Spaß haben. Ich kenne das Spiel ja nicht. Ist jetzt auch im eShop im Angebot. Kann ich euch bestimmt noch empfehlen. Ist bestimmt gar nicht mal so schlecht. Und außerdem bekommt ihr aber ja bei MyNintendo dann Gold Points. Und die kann man dann später für andere Sachen einlösen. Zum Beispiel jetzt im Dezember kann man für. Schauen wir uns erstmal die Story an. Wunder war unsere Insel Yenching ein glücklicher und friedlicher Ort. Wie viele Clans lebten in Harmonie? Die fleißigen Hasen, die fröhlichen Frösche, die disziplinierten Katzen und die klugen Pandas. Alle hatten ihr eigenes Dorf. Alle genährt von den Wassern des Lebens. Aus dem Brunnen ihrer Städte. Veredelt und verwandelt durch den singenden Stein in jedem Brunnen. Man sagt, dass die magischen Wasser dieser Brunnen nicht nur den Körper nährten, sondern auch den Geist und alle glaubten an den Weg. Ein Glaube an die Essenz des Guten im Leben. Pandas und Katzen, Hasen und Frösche, alle folgten dem Weg. Doch im Laufe der Jahre verließ sie der Glaube. Sie kamen ab von ihrem Weg, wurden selbstgefällig und verloren ihre Wachsamkeit. Gleichzeitig versiegten die Quellen, die Brunnen speisten, und wurden zu Staub. Das Böse wuchs und die Gorillas besetzten unser Land. Alchemisten stehen ihm zur Seite und überall verbreitet sich die Monotonie ihres Dins. Ihre Spur der Finsternis überzieht das Land. Nur wenn wir auf den Weg zurückfinden, besteht Hoffnung, dass wir unsere Größe wiedererlangen. Meine Eltern sagen, ein paar von den Freien folgen noch immer dem Weg. Bitte Kay, komm mit mir. Wir müssen die Leute aufrütteln und auf den Weg zurückführen. Das ist alles Blödsinn. Die Gorillas sind an der Macht, weil sie stark sind und gute Kämpfer. Dieser ganze alte Kram. Meister sagt, der Weg ist nur ein alter Mythos. Meister sagt... Meister ist selbst ein alter Mythos und er trinkt zu viel Brennnesselwein. Von wegen. Vor 40 Jahren war er der beste Waffenmeister auf ganz Yenching. Wahr. Mir reicht's. Ich gehe nach Hause zurück in mein Dorf, wenn noch was davon übrig ist. Vielleicht finde ich dort jemanden, der mutig genug ist, um Minister Shun und seinen Vasallen die Stirn zu bieten. Hier gibt's nur Ausrangierte und Möchtegerns. Ich bin bereit für die nächste Lektion. Gut. Störe niemals jemand beim Medizieren. Oh, wer hat mir diese Krüge in den Weg gestellt? Du musst ins Bett, Meister. Morgen geht die Sonne wieder auf. Die Sonne geht auf über einem Krieger. Ja. Morgen. Ja, also die Gorillas und die Ratten, die herrschen über unser Land. Und da wollen wir einfach mal gucken, wie es jetzt zu steuern lässt. Ich bin da einfach mal gespannt. Da hinten sind Hühner. Was ist denn jetzt der Kay? Der Kay?
Haus von Onkel Shen. Onkel, warum all die Aufregung? Der Meister greift zur Flasche und kann kaum erstehen. So Ling schwafelt ständig von dem Weg. Und in der Zwischenzeit haben Ratten und Gorillas praktisch unser Land besetzt. Der Weg? Das ist nur dummes Geschwätz. Wenn du mich fragst, das Problem liegt in unserer Gesellschaft selbst. Zu meinen Zeiten... Aber nein, die besten Lektionen erteilt das Leben immer noch selbst. Ich klinge schon fast wie dein Meister. Geh nur raus und sieh dich selbst um. Aber was wenn... Ja, Onkel, bis später. Kay, bevor du gehst, vergiss niemals, wenn du eine Frage hast, komm einfach vorbei. Ich helfe dir, wo immer ich kann. Also, wenn du eine Frage hast, komm zu mir. So, jetzt können wir das erstmal steuern. So. Wie läuft das sich denn überhaupt? Ja, ganz schnell. Mit A kann ich eine Rolle machen. Mit B springe ich. Habe ich sonst noch irgendwelche Aktionen? Klar, hier. Oh, da war was. Ah, ist nur ein Kamin. Grafisch finde ich, sieht es ganz schnuckelig aus, ne? Da habe ich schon Schlechteres gesehen. Auf der Wii U. Gehen wir aber erstmal raus hier. Im Katzendorf. Wer ist das denn? Kay, komm Ubai! Her. Hey Ubai, was gibt's denn so Welterschütterndes? Ich habe eine Nachricht von äußerster Wichtigkeit. Komm schon Ubai, was ist so wichtig? Kay, reiß dich zusammen. Du musst diese Nachricht für mich... Ah ja, Lippensynchron ist auch ein bisschen was anderes, ne? Aber... Mit einem grünen X markiert. Bei mir ist ja das Wichtigste die Musik, das Gameplay und die Steuerung. Und wenn das alles passt... Dann bin ich eigentlich zufrieden. Neue Aufgabe. Bring diese ungemein wichtige Nachricht ins Rattenlager. Wo ist denn das Rattenlager? Ach, unten habe ich eine Karte. Sehr schön. Kann ich auch schneller laufen, wenn ich irgendwas mache? Ich kann länger rollen, wie Sonic. Die Laterne, die du hier siehst, wurde von unseren Vorfahren gebaut. Sie ist ein Speicherpunkt. Sobald du diese Laterne nährst, wird deine Energie aufgefrischt, falls du erschöpft sein solltest. Außerdem registriert der Speicherpunkt deinen aktuellen Status und speichert ihn. Wenn du alle Leben verloren hast, beginnst du am letzten aktivierten Speicherpunkt. Okay, speichere ich mal. Und ich gehe einfach mal ins Rattenlager. Ich denke mal, das ist das X auf der Map. Sieht echt ganz schnuckelig aus, ne? Ist es jetzt einer dieser Gorillas? Superman. Sieh dir mal die Plakate an, Punk. Da sind nützliche Infos okay. Für dich drauf. Die hier? Es ist strengstens verboten, die oben stehenden Katzenstatue zu aktivieren. Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Hallo? Aitan, was suchst du? Okay, ich vermisse drei Kürbisse. Wenn ich sie nicht bald finde, muss mir jemand dabei helfen. Kann man noch irgendwas machen? Ich kann rollen wie Sonic, habe ich herausgefunden. Zwar ganz langsam, aber ich kann's. Ich konnte eben so kriechen. Wie ging das? So hier. Das ist irgendwie cool, oder? Naja, das sind so kleine Details, die Spiel ein Leben geben, finde ich. So, ich will sehen, wo ich langlaufe. Ach, hier ein kleiner Wasserfall, das ist doch süß. So, wo ist denn noch jemand zum... Da kann ich rein. Nee, kann ich nicht. Ey, servus. Wir hungrig. Sonst nicht prügelgrün. Essen geh holen. Essen geh holen? Halt! Hier niemand rein! Altes Faulmaul. Glaubst du wirklich, ich setze mich freiwillig eurem tödlichen Gestank aus? Hey, Mieze-Junge. Pass auf, was du sagst. Genau. Hier, ich habe eine Nachricht für dich. Gib sofort her! Ah, euer Bürgermeister kluge Katze. Einverstanden mit allem. Bring ihm das hier als Antwort. Sehe ich aus wie dein persönlicher Postbote, Rättchen? Vom Fenster. Das glaube ich nicht. Bei diesen Trotteln ist jeder Spott verloren. Wisst ihr, wie das aussieht? Ich sag's gleich. Ich weiß nicht, ob es ein Fuchs ist. Ich weiß nicht, ob es eine Katze ist. Bei der Färbung zu Schwäbisch Hall. Da ist auch immer so ein Fuchs. Ach, ich kann nicht dauerhaft schwimmen. Ist ja logisch, ich bin ja eine Katze. So. Wo muss ich denn jetzt hin?
Ach, wieder zurück. Ich bin ja der Postbote, ne? Der läuft aber schon ganz zügig, finde ich. Oder? Was meint er? Ist da hinten was? Nee. Ist eine unsichtbare Wand. Komme ich nicht hin. So, gehe ich mal hin zum... Zu wem muss ich denn? Zu dir, ne? Hier, Ubay. Zu Ubay! Nicht von den stinkenden Ratten. Gut gemacht, mein Sohn. Kay, aus dir wird noch mal was. Lass mal sehen. Ah, Tuck, der Anführer der Ratten, ist ziemlich klug. Er hält mich für einen sehr kompetenten Beamten. Na klasse. Gründet doch gleich eine Gesellschaft für gegenseitige Bewunderung. Ach ja, dein Meister fragt nach dir. Du sollst zum Training in die Kampfschule. Okay, ich bin nicht mal gespannt, wie das Kampfsystem ist hier in dem Spiel. Bin ich eigentlich immer ein ganz großer Fan von. Wenn es mal ein bisschen was Neues gibt. Nun, dann gehe ich da halt mal rein. Wo sind die? Gehe zum Meister und absolviere die erste Kampflektion. Hier oder was? Ach nee, das ist ein Speicherpunkt. Ah, hier kann ich ranzoomen, okay. Und da kann ich sie kleiner und größer machen. Kann ich die Karte aber auch ganz groß sehen oder geht das nicht? Wo ist denn eigentlich jetzt die Kampfschule? Das sieht doch eigentlich aus wie eine Kampfschule. Nee, das ist doch Haus von Onkel. Zu dem will ich nicht. Gehen wir mal hier rein. Und das ist ein anderer Eingang und dasselbe Haus. Ja, das ist keine Kampfschule. Das ist keine Kampfschule, oder ist da hinten noch was? Nimmst du eine Waffe, kannst du den Inhalt bekommen. Okay. Kann ich dann wahrscheinlich kaputt schlagen, ne? Okay. Gehe ich mal wieder raus. Wo muss ich denn jetzt hin? Was ist das für ein Haus? Ich gehe besser nicht hinein. Zuerst muss ich mich um Wichtigeres kümmern. Okay. Darf ich nicht? Darf ich hier rein? Ich gehe besser nicht Nein. hinein. Zuerst muss ich mich um Wo ist denn die Kampfschule? Kümmern. Verdammte Scheiße. Ich gehe besser nicht hinein. Zuerst muss ich mich um Wichtigeres kümmern. Okay. Das sieht aus wie eine Kampfschule. Ich gehe besser nicht hinein. Zuerst muss ich mich Nein, um Wichtigeres das ist keine Kampfschule. Ich gehe besser nicht hinein. Zuerst muss ich mich um Wichtigeres kümmern. Geh zum Meister und absolviere die erste Kampflektion. Ja, wo ist denn die? Da laufe ich erstmal weiter, vielleicht ist die ja nicht hier, sonst wäre die ja bestimmt markiert auf der Map, oder? Hier ist wieder der King Kong. Aber hier hinten sind doch wieder die Ratten. Nee, das scheint falsch zu sein, oder komme ich hier durch? Servus. Hey, geh mir aus dem Weg und lass mich vorbei. Ich unterstehe dem direkten Befehl von Shun und darf niemand durch dieses Tor lassen. Also mach dich aus dem Staub. Was ist hier oben? Komme ich da hin? Hey, servus. Hey, Ando. Wonach schaust du? Was willst du, Kay? Der Bürgermeister hat mich beauftragt, den Sicherheitsdienst der Ratten und Gorillas zu unterstützen. Mach dich vom Acker. Ich hab zu tun. Toll. Noch ein VIP. So, gehen wir mal runter. Ich suche nämlich jetzt erstmal die Kampfschule. Weg! Niemand hier! Ganz sicher keine Katze! Nee, das ist keine Kampfschule. Ratten immer warnen! Wo ist denn die, Junge? Der wollte doch kämpfen, oder? Hier hungrig, sonst ich prügel grün. Ne, der will's auch nicht. Der will's auch nicht. Kampfschule. Hm. Da ist ein Brunnen, da ist nix. Was willst du eigentlich da hinten? Hallo, Kay. Siehst du diese Seile? Spring hinauf und fang an zu schwingen. Okay. Springe im richtigen Moment vom Seil ab.
Du kannst auch von einem Seil zum nächsten springen. Aber das kann etwas komplizierter werden. Ach, das kriegen wir schon hin. Ja. Es könnte nämlich sein, dass da hinten die Kampfschule ist. Kann ich hier auch, Das sieht mir nach einer Kampfschule aus hier hinten. Ja, Mann, das funktioniert echt gut. Servus. Hallo, Kuhlmann. Hey, hier. Sag ich doch, das ist die Kampfschule. Kampfschule. Das sind die einzigen schönen Orte, die es noch gibt. Nicht so viele Ratten und Gorillas. Mal sehen, wie lange das noch so bleibt. Der Bürgermeister sagt, sie wollen uns beschützen. Aber wovor nur? Und jetzt sollen wir ihnen unsere Waffen aushändigen? Glaubst du diesen Clowns etwa? Kein gutes Zeichen. Irgendjemand muss was unternehmen. Okay, was ist hier drin? Ich gehe besser. Okay, da ist nicht die Kampfschule. Die ist noch weiter oben. Was ist denn hier hinten? Nix. So, hier sieht es fast nach Kampfschule aus, ne? Komm, spring da durch. Ja, Mann. Sehr schön. Jetzt komme ich in eine Höhle. Das sind bestimmt schon... Ach, hier ist die Kampfschule. Da ist sie doch. Servus. Grüße Gott. Oder wer ist das denn? Sieht aus wie Butter. Ein Volldub. Ist nicht Butter. Na, da bist du ja. Komm, wir setzen unser Training fort. Warum fort? Wir haben doch noch gar nicht angefangen. Aber vorher sollst du eine der Lektionen unserer Vorfahren kennenlernen. Ach, nicht noch eine Geschichte, Meister. Können wir nicht gleich mit dem Kämpfen anfangen? Du hast mir für heute eine neue Waffe versprochen. Hab ich das? Ah ja, sieh mal dort drüben. Die ist für dich. Wo drüben? Ach, da drüben. Ja, das nehme ich gern an. Meister... Ein Holzschwert? Damit mache ich mich im ganzen Dorf lächerlich. Wie wär's mit dem Schwert in deinem Haus? Ey, mach dich nicht so... Das Schwert unserer Vorfahren? Jeder muss klein anfangen. Was denkst du dir? Das ist eine legendäre Waffe, die dem Katzenmeister der Prophezeiungen vorbehalten ist. Komm, nimm's doch mal. Greif mich mit dem Dreifachschlag an. Beachte jedoch, dass die starken Schläge mehr Zeit in Anspruch nehmen und du dabei ein wenig beweglich bist. Okay, wie funktioniert das? Los, greif mich an. Okay. Ich muss natürlich auch treffen, ne? Hey, willst du dein Training? Ja, komm, jetzt bin ich erstmal 2 Meter hingekommen, weil ich ein bisschen... Komm wieder her. Ich treffe den noch gar nicht, ne? Scheiße. Jetzt habe ich ihn. Sehr gut. Du lernst wirklich. Also das Kämpfen, das wird sehr interessant. Weil es jetzt schon ein bisschen, man muss sehr genau sein, auf jeden Fall. Etwas anderes. Geh in die Hocke und schlag einen Aufwärtshaken. Los, greif mich an. So, oder was? Das ist aber kompliziert, wenn man A und Y drücken muss gleichzeitig. Spring und attackiere den Gegner, wenn er auf den Boden. Okay, leg dich mal auf den Boden. Der Angriff richtet sich auf deine Gegner, selbst wenn sie der Länge nach auf dem Boden liegen. Komm, versuch es. Da legt sich wirklich hin. Doch, das funktioniert ganz gut, das Kämpfen. Man muss halt die Tastenkombination sich merken. Das ist gar nicht einfach. Hier ist deine Belohnung. Jetzt kriege ich ein echtes Schwert. Oh ne, was ist da drin? Oh Gott. Es bewegt sich. Das ist ein Herzcontainer. Wie in The Legend of Zelda. Stärker, denn du bekommst mehr Lebensenergie. Ein sehr kostbarer Gegenstand. Wenn du solch einen Gegenstand findest, solltest du ihn immer an dich nehmen. Okay, jetzt habe ich ein Herz mehr, ne?
Ja, aber mit deiner Mitte, deinem Chi. So. Hey! Wow! Sehr beeindruckend, Meister Fossil. Also so wie ein Comic, das finde ich echt gut gemacht, ne? Warum vergeudest du deine Zeit mit Kampfspielchen, wenn du Gorillas dienen kannst? Oh, Kampfnarben. Du hast bestimmt gewonnen. Ha, Gorillas gewinnen immer. Alles klar, nur ein paar räudige Katzen. 123 Centromins, 87 Quantros und 46,5 kubische Trox. So funktioniert das also. Die Cholung-Zahlenreihe differential angewendet. Differ-wen was? Differential. Und aus reinem singendem Stein gemacht, natürlich. Ihr Affen da! Geht zum Steinbruch und holt mir einen Block singenden Stein, der 10-mal so groß ist wie dieser Brunnen. Aber schnell! Dieser Plan ist absurd, Alchemist. Ach, sind jetzt Gorillas Experten in Transmogrifikation? Ha, was als nächstes? Bananen mit Käsesoße? Käse. Ihr Ratten seid eklig. Wenn Valo ausbricht, werden die Feuer... Die Vergangenheit verschlingen und die Zukunft gebären. Eine Zukunft voller Schnurrhaare. Das habe ich echt gut gemacht, ne? Widerliche Kleine! Hey, spür die Rache von Yenqing, Eindringling! Du Hackneuleckendes! Stopp! Borax wird das schon erledigen. Wir brauchen keine Tyrannen, die Penner zu Helden machen. Wir haben, was wir wollten. Affe! Wow, diese Technik hast du mir nie gezeigt, Meister. Dann wird es vielleicht Zeit, mein Junge. Vielleicht ist es Zeit. Okay, aber die Lektion, die lernen wir im nächsten Part. Wenn es heißt Legend of Kay Anniversary. Bis dann, auf Wiedersehen und tschüss. Lass mich eine